Frenkel frottelt. Heute. Let's play Max Payne 3. Das habe ich wohl eher suboptimal gelöst, wenn man von gelöst überhaupt sprechen kann. Ich habe sowas von eingesteckt jetzt gerade eben. Ganz übel. Komm, Junge. Zack. Da bleiben wir am besten gleich liegen. Shit, habe ich jetzt eingesteckt. Verflucht. Okay, also. Wie soll ich sagen? Das ist schon für meine Verhältnisse doch relativ schwer, das Spiel hier, muss ich sagen. Jetzt habe ich nur noch einen Painkiller. Soll ich mir den jetzt aufheben, oder? Kann ich da noch eine aufnehmen? Ne, immer nur eine, oder? Ja, also der verträgt wahrlich nicht viel, der Kollege Max. I remembered there was a patio upstairs, but the only thing I'd managed to clock in that place was the smoking area. So, jetzt nehme ich aber den Painkiller doch lieber. Ah, der dreht so langsam. Verflucht! Na gut, so viel zu dem Thema. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich gestehe, ich tue mir schwer. Okay, jetzt bin ich wohl ein bisschen besser aus der Situation rausgekommen, weil ich mit mehr Bullet Time gearbeitet habe. Das sollte ich mir mal merken. Ja, deutlich besser. Ich habe noch zwei Painkiller. So, noch zwei Painkiller und noch halbes Leben. Das ist ja deutlich besser als vorhin. Und trotzdem... komm nicht weiter, da stecke ich fest. Trotzdem ist es echt heftig. So, Kinder, diesmal werde ich ja nicht gleich auf euch reinfallen, sondern ich werde euch gleich was verpassen. Der verträgt aber trotzdem auch etwas viel mit seinem dünnen T-Shirt. Ja, so ist das schon viel besser. Gut, der hat nichts mehr zu melden. Jetzt bleibe ich doch einfach mal kurz liegen, oder? Keiner mehr da? Okay. Wenn ich da vorne ums Eck gehe, wird mich doch wieder jemand erwarten. Ich kenne doch meine Pappenheimer! Time was a luxury I couldn't afford. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard, how's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max, hey, I'm on my way. No, 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 stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. They came out there. They went that way into the lounge. Go, go. Get up. Get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. Komm, steh auf, Max. Kann ich hier auch in Deckung gehen? Nicht so wirklich. Aber hier kann ich. So, wo ist noch wer? Na komm raus. Uff. Shit. Jetzt bin
bin ich gerade so ein bisschen erschrocken. Bisschen dolle erschrocken. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da schießt doch noch einer. Ah, den da oben zu treffen, das ist nicht so einfach. Aber so geht's. Okay, jetzt nehmen wir dann doch lieber wieder mal einen sicherheitshalber den Painkiller. Besonders wenn da noch welche kommen. Wo war der jetzt her? War da noch einer? Waffe? Munition? Irgendwas? Ah, da hinten. Okay, da haben wir noch zwei von den Burschen. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Das war eine etwas zugegebenermaßen etwas komische Aktion gerade. Aber es war auch gar nicht beabsichtigt. So. Das war dann wohl der letzte. Und schon habe ich wieder ein Painkiller-Problem. Meine Fresse, das ist wirklich schwer. This wasn't looking good. I'd almost lost the boss's wife once this week. Now I was giving them two for the price of one. Ah, doch mal eine Toilette benutzbar, oder was? Ah, don't shoot, por favor. You an American? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Anders Detling. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco. You were a cop? Yeah. Just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. I got a girl at college in Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? Nein, bitte nicht. Sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. So, mit dem Ex-Cop gesprochen. Give me a break. Na toll, mit dem Dickerchen. Nee, also Foto hätte er nicht sehen wollen. Was? Was war das? Was war das da? It looked loud and expensive enough to be Fabiana's. Her fashion sense didn't leave a whole lot of room for imagination, let alone food. The girl sure knew how to draw the eye, and maybe that was the problem. But at least I was heading in the right direction. Okay, jetzt haben wir doch noch meine letzten Painkiller eingeworfen. Ah, da ist neuer Painkiller, sehr gut. Und da sind hübsche Bilder. Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my two cents. Dass das in USA geht, ob das da wohl nicht gepixelt ist oder so. So, mal kurz gucken hier. Ich schätze mal, hier werde ich fündig. Meine Güte! Oh, mir fällt gerade was ganz Bescheuertes auf. Ich habe keine Munition mehr. Und jetzt? Jetzt muss ich mich an den Rand schleichen. Das geht aber doch gar nicht. Komm her! Ich muss dich hauen! Ah, jetzt geht mir da wieder die Munition aus, oder was? Nee, er lädt noch. Verrecke! Und Deckung. Oh Mann, das war ganz schön eng. Huch, was mache ich denn da? Ja, Baby. Das sind ja Kamasutra-Verrenkungen erster Kajüte. Okay, lassen wir das. Stehen wir lieber wieder auf und sammeln Munition ein, weil das ist ja jetzt schon etwas unangenehm ohne Munition. Ja, ja, ist gut, aber... Okay, wenigstens hier ein bisschen Munition eingesackert. Painkiller nehmen oder nicht? Ja, ich riskiere es mal ohne. They were still alive, at least.
This crew was starting to look a lot like friends of the gate crashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. Okay, Deckung, Max, Deckung, Deckung. I figured it was time to start doing mine. Jetzt muss ich dann doch mal einen Painkiller nehmen hier. Also ich muss sagen, die stecken verflucht viel ein, die Typen, als ob sie Eisenrüstungen oder Stahlrüstungen dran hätten. Dabei sind die nur mit so lahmen T-Shirts hier unterwegs. Und der Herr Max, der steckt bei weitem weniger ein. Es ist wirklich echt anstrengend. Ich muss schon sagen, ich hätte mir das ein bisschen leichter vorgestellt auf Mittel. Ah, fuck! Ich muss noch einen Painkiller nehmen, es hilft nichts. So, und jetzt stirb, du blöder Penner. Oh, ich habe wieder keine Munition. Hoffentlich war das der letzte. Bitte lass es den letzten gewesen sein, bitte. 0-0, was ist denn das für ein Scheiß? Ah, da hinten ist noch einer. So, okay. Da es den jetzt hier so kunstvoll in Zeitlupe niedergewedelt hat, vermute ich mal, es war der letzte. Ich glaube, das zeigt mir das Spiel dann immer damit an. Und es ist auch dringend notwendig, weil der Kollege ist halb tot. Ich habe kaum Munition. Diese Waffe ist natürlich immer sehr verlockend. This wasn't the time to be second guessing myself. I had to hurry or I'd lose them. So, liegen hier vielleicht zufällig. Oh, was ist das denn? Irgendwas zum Einsammeln. Naja, wenn es mal hier rumliegt, dann nehmen wir es halt mit. Ich bin ja nicht so der Sammelfreak, der irgendwie jeden Level auf dem Atom genau absuchen muss, um jeden kleinen Dreck zu finden. Nur Painkiller wären ganz gut. Hat da keiner mal irgendwo welche liegen lassen, zufällig? Scheiße. I couldn't remember the last time I'd done drugs in a nightclub. Okay, einen Painkiller habe ich jetzt wieder irgendwo eingesackert. Shit. Das war schlecht. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. Also ich muss mich zielmäßig verbessern. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a bit aggressive psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Eieiei. Zum Glück muss ich jetzt nicht selber steuern wie in Uncharted 3. Das hat mich jetzt überfordert, glaube ich. Jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, oi, oh, there they are. Ja, ich muss treffsicherer werden, weil sonst werde ich auf Dauer bei dem Spiel wirklich Schwierigkeiten kriegen mit der knappen Munition. Ah. Mann, oh Mann, was ist jetzt? Moorhuhn schießen für Fortgeschrittene, ja?